Das Kunstmuseum Stuttgart feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und das gesamte Jahr haben wir unter das Motto Kunst und Musik gestellt. Den Höhepunkt dieses Themas bildet unsere große Sonderausstellung I Got Rhythm, Kunst und Jazz seit 1920. Wir haben hier in unserer Sammlung ein großartiges Werk, was quasi das Thema des Jazz versinnbildlicht. Das ist das Triptychon Großstadt von Otto Dix. Und in diesem Mittelbild sieht man ja eine Jazzband. Und wir wollten einfach mal dieses Bild zum Ausgangspunkt nehmen, um die Jazzbegeisterung im 20. Jahrhundert nachzuzeichnen. Wir versammeln hier tatsächlich Kunst aus 100 Jahren, vom frühen Expressionismus über die neue Sachlichkeit, Nachkriegsabstraktion, geometrische Abstraktion, Pop-Art bis hin zur Installationskunst von heute. Wir haben natürlich versucht, diesen Rhythmus des Jazz in der Ausstellungspräsentation wiederzugeben. Man kann über den Audioguide die Songs hören, die bei dem jeweiligen Bild eine große Bedeutung besitzen. Ganz wesentlich ist es, dass es in der Ausstellung eben immer direkte Bezüge gibt. Das heißt, wir können tatsächlich sagen, Jackson Pollock hat diese Musik gehört, während er das Bild gemalt hat. Bei Max Beckmann ist eben ein Musiktitel gewählt, Begin the Begin, den wir dann zur Anschauung bringen. In dem großen zentralen Raum, den wir hier haben, der Raum ist komplett Josephine Baker gewidmet, weil Josephine Baker sozusagen unsere Heldin ist. Und was man in diesem Raum besonders paradigmatisch erkennen kann, ist, dass wir Kunstwerke aus unterschiedlichen Jahrzehnten mischen, um halt auch einen Dialog zwischen den Kunstwerken zu ermöglichen. Ist ganz schön zu sehen, dass wir auch einige Entdeckungen machen konnten. Afroamerikanische Künstler, die selten gezeigt werden in Museen. Und eines meiner Lieblingsbilder, das stammt von Lotte B. Brechner. Eine Jüdin, die deshalb von den Nationalsozialisten auch als entartet eingestuft wurde. Auch deshalb natürlich verpönt, weil es das Instrument Saxophon so deutlich in den Vordergrund rückt. Das Saxophon, das auch deshalb als obszön eingestuft wurde, weil es eine phallische Form hatte und weil es diese merkwürdigen, Anführungszeichen, Töne von sich gegeben hat. Im zweiten Stock geht es eher um die Beziehung von Jazz und Abstraktion, gestische Abstraktion, geometrische Abstraktion, gleichzeitig aber auch vor dem politischen Hintergrund der Rassentrennung, die in den USA ja bis in die 60er Jahre Realität war. Und im obersten Raum geht es sehr stark um heutige Künstler, die sich mit der Jazzgeschichte eigentlich auseinandersetzen, wie eben Rashid Johnson oder Stan Douglas. Kandinsky hat ja vom gelben Klang gesprochen, also hat tatsächlich theoretisch den Zusammenklang von Farbe und Ton behauptet. Was ich glaube, ist, dass man vor allen Dingen Kontexte sieht. Oder was ich hoffe, ist, dass eben das gesamte Universum dieser Beeinflussung zwischen Jazz und bildender Kunst hier erlebbar und nachvollziehbar wird. I Got Rhythm sagt jeder, der das Lied singt. Ein Lied, was von den Gershwin-Brüdern geschrieben wurde für ein Musical. In gewisser Weise sagt I Got Rhythm natürlich auch diese Ausstellung, weil das ist ja das, was den Jazz damals ausgezeichnet hat, der extreme Rhythmus. Das kannte man in der europäischen Musik bislang gar nicht. Und das ist ja auch dann der Grund, warum er so erfolgreich war, vor allem als Tanzmusik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.